Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Silber, Folge 15. Und heute, naja, was steht heute eigentlich an? Ich würde sagen, ich habe eigentlich nicht wirklich was geplant, aber ich denke einfach mal, dass wir heute ein bisschen die Stadt erkunden, vielleicht da unten die Arena machen, die ist ja direkt hier. Könnten wir eigentlich sogar schon rein, soweit ich weiß, aber machen wir noch nicht. Ich würde sagen, am klügsten ist es erstmal die Stadt zu erkunden, denn sonst vergesse ich das später noch. Weiß gar nicht, haben wir hier schon mit allen geredet? Ja, doch, doch. Ich bin mir sicher, wir haben mit denen schon geredet. Habe ich mit dir geredet? Ja. Ja, mit dir haben wir schon geredet. Alles klar. So. Okay, einfach so ein random Haus ohne Tür. Alles klar. Ist der Markt? Warte, gibt es hier irgendwie Hypertränke oder so? Ich weiß gar nicht, wann wir einen Hypertränke freischaltet. Trank, Supertrank. Ah, nee. Aber Supertränke habe ich, glaube ich, gar keine mehr. Deshalb ist das gut, wenn ich hier mal ein paar einpacke. Ich hole mir erstmal 10 Stück, sollte fürs erste reichen. Superbälle, weiß nicht, wie viel ich für den da habe. Ich kaufe mir mal 2 Stück, keine Ahnung. Ja, der Rest ist halt unwichtig. Außer das hier, das könnten wir bestimmt noch gut gebrauchen. So. Können wir was verkaufen? Nee, oder? Nicht wirklich, nee. Okay, dann lass es einfach sein. Schöne entspannende Musik, oder was meint ihr? Mein Evoli entwickelte sich zu einem Psyana, aber das Evoli meines Freundes wurde zu einem Nachtara. Ich frage mich, wieso? Wir haben unsere Evolis gleich aufgezogen. Vielleicht ist das eine ja edgy und das andere nicht. Nein, das hat damit zu tun, dass das eine am Tag und das andere an der Nacht entwickelt wurde. Setzt du Beleber ein, wacht ein besiegtes Pokémon wieder auf. Hä, aber dann kann ich doch einfach Aufwecker einsetzen. Haha, weil es aufweckt, aufwacht, haha. Lol. Na, Junge? Hast du gelernt zu tanzen wie die Kimono Girls? Ich habe gehört, dass dir ein gernartiger Mann etwas Nettes geben wird, wenn du zu ihrem Tanztheater gehst. Boah, ist das so? Tanztheater von Teak City! Ich würde sagen, das sparen wir uns für nach der Arena auf, ganz ehrlich. Wir machen jetzt erstmal noch die Stadterkundung. Das hat nämlich genau einen bestimmten Grund, warum ich das so tue. Es gab 2 Türme in Teak City. Einen im Osten und einen im Westen. Okay, out of context. Nichts sagst du dazu mehr? Okay. 2 Türme, 2 Pokémon. Aber als einer niederbrannte, flogen beide Pokémon fort und kamen nie wieder zurück. Okay. Der Zinnturm ist als Brutstätte für fliegende Pokémon gedacht. Okay, kann ich da rein? Kann ich hier nicht rein? Okay. Yes, okay. Nee, wir können nicht rein. Wenn du nicht im Besitz des Ordens von Teak City bist, darfst du den Zinnturm nicht betreten. Okay. Dürfen wir, glaube ich, so oder so nicht weiter, weil das ist eigentlich... Dieser Ort ist eigentlich nur für Pokémon Gold. Dafür gibt es halt einen eigenen Ort für Pokémon Silber. Und das ist halt der für Gold, soweit ich weiß. Ich hörte, dass Pokémon am See des Zorns Unruhe stiften. Das würde ich gerne sehen. Okay. Warum würdest du gerne sehen, wie Pokémon Unruhe stiften? Aber okay. Teak City, eine historische Stadt, wo Vergangenheit und Gegenwart aufeinandertreffen. Okay. Also die Stadt sieht sehr interessant aus bisher. Es kursiert ein Gerücht über den Leuchtturm in Oliviana City. Das Pokémon, das als Leuchtfeuer dient, wurde krank. Sieht so aus, als wären sie in Schwierigkeiten. Okay. Kommen wir bestimmt auch noch hin. Wird wohl nicht unnötig sein, diese Information. Dies geschah, als ich jung war. Der Himmel färbte sich schwarz. Ein riesiges, fliegendes Pokémon verdunkelte die Sonne. Ich frage mich, was das für ein Pokémon war. Es war wie ein Vogel und ein Drache. Okay, ein Vogel und ein Drache. Haben wir dieses Pokémon jemals zu Gesicht bekommen? Aber ist wirklich ein Pokémon so groß? So groß? Ob es jemals wirklich so ein großes Pokémon gegeben hat? Wenn ja, so muss es unfassbar mächtig gewesen sein. Oh ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht gibt es das ja auch noch. Muss es ja eigentlich. Warum soll es auch sterben? Waren wir schon drin? Nein, waren wir nicht.
Ah, suchst du mit deinen Pokémon nach Abenteuern? Was wäre ein Abenteuer ohne eine Schatzsuche? Hab ich recht oder hab ich recht? Ja. Gut, du trägst den wahren Abenteurergeist in dir. Das mag ich. Nimm dies mit dir. Detektor? Oh, das ist ein Item-Detektor, glaube ich, ne? Manchmal liegen Items herum, die man leicht übersieht. Setze den Detektor ein, um Items aufzuspüren, die sich in der Nähe befinden. Den exakten Fundort musst du aber selbst herausfinden. Ich hörte auch, dass in der Turmruine von TXT Items zu finden wären. Okay, danke schön. Werde ich zwar nicht benutzen, aber... Danke. Geschichte von TXT. Lesen? Okay. In TXT gab es zwei Türme. Jeder Turm war das Zuhause mächtiger fliegender Pokémon. Doch einer der Türme brannte ab. Die beiden Pokémon wurden seitdem nicht mehr gesehen. Okay. TXT war auch die Heimat dreier Pokémon, die durch die Stadt rannten. Es heißt, sie entstanden durch Wasser, Blitz und Feuer. Doch konnten sie ihre Kräfte nicht beherrschen. Also sind sie wie der Wind ins offene Grasland gerannt. Okay. Also TXT hat sehr viel Geheimnisse. Sehr viel Story. Was eine interessante Stadt. Und ich tue jetzt bestimmt überhaupt nicht so, als wüsste ich nichts über dieses Spiel. Turmruine! Er wurde durch ein mysteriöses Feuer zerstört. Bitte nicht betreten. Ich werde jetzt betreten. Was macht denn hier? Warum schaust du auf den Zaun? Der Turm war ursprünglich viel höher, aber er wurde durch ein Feuer beschädigt. Und warum starrst du jetzt gegen den Zaun? Na, weil er schön neu lackiert ist. Echt? Lass mal sehen. Von der anderen Seite. Oh, hallo. Boah, cool. Das sieht ein bisschen buggy aus. Warum... Was gucke ich mir hier links gerade an? Warum sind da Zäune mitten im Nichts? Bei den Steinen. Das sieht ein bisschen schlecht gemacht aus, irgendwie. Aber okay. Und was soll das hier sein? Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal in den verloschenen Turm, denn da können wir anscheinend einfach rein. Und leider müssen wir nochmal gegen unseren Rivalen kämpfen, Patrick. Wir haben zwar erst vor 2-3 Folgen gegen ihn gekämpft, aber okay. Dann kämpfen wir nochmal gegen ihn. Oh, du bist es. Du willst stärker werden? Also kamst du hierher, um das legendäre Pokémon, das hier sein soll, zu fangen. Ist es nicht so? Nun, das wird nicht passieren, weil ich es nämlich fangen werde. Weil ich es nämlich fangen werde. Und nicht du, denn du bist lahm, wie eine Ente, wie ein Fleckmann, meine ich. Und ein Enton. Ich werde der beste Trainer der Welt sein. Also stünde mir ein legendäres Pokémon gut zu Gesicht. Egal, mich nervt es, dass ständig so ein Schwächling wie du auftaucht. Ja? Ich? Schwächling? Du wirst so verprügelt, Patrick. Bam, bam. Nicht die Patricks gerade gucken, ne? Es gibt nur diesen einen Patrick im Game. Da haben wir ein Alpollo. Leider hat sich Owoth noch nicht dabei dazu entschieden, irgendwelche guten Attacken zu erlernen. Deshalb müssen wir jetzt raus switchen. Und er setzt Fluch ein. Och nein, das ist das Fluch. Er nimmt sich die Hälfte der KP und ich krieg jede Runde Damage. Immer. Egal wie, wo, was. Immer. Und wenn er sich jetzt noch heilt, dann bin ich am A. Ganz ehrlich. Oh, er ist paralysiert. Gut. Das ist gut. Aber ich krieg so viel Damage. Das ist wirklich der beste Status-Effekt, glaube ich, oder? Weiß das einer? Ich weiß gar nicht, ob es Fluch überhaupt in den neuen Spielen noch gibt. Ich hab's in den neuen Spielen kaum gesehen. Ich kann eigentlich immer nur in den alten spielen. So, Amphi Level 24. Weiß nicht, warum Obo kein Level erreicht hat, aber okay. Magnetilo? Hä? Okay. Weiß nicht, warum er ein Magnetilo hat. Was will er später mit einem Magneton? Ich meine, ist okay, das Pokémon. Aber so random irgendwie. Keine Ahnung. Ich tu mal Flamesack rein, ganz ehrlich. Ich glaube, das macht mehr Sinn, als jetzt Amphi wieder rein zu tun. Macht ja auch nicht so viel Damage. Ich denke, Blut sollte reichen, um ihn KO zu hauen, oder? Es ist nur mal die Tilo. Eben.
Ach, wegen Stall ist effektiv. Stimmt. Ah, guck mal, da habe ich unterbewusst einmal mitgedacht. Nice, Level 17. Komm, wir lernen nicht was. Yes, Konfusion, das ist doch schon mal was. Da kann man doch mit anfangen. Das ist doch was super Tolles. Dann let's go. Okay, jetzt nicht einfach immer klicken. Gesicht ist kacke, weg damit, Alter. So. Das ist doch nice. Okay, was hat er noch? Was hat er noch? Er hat zwei Pokémon. Dann noch ein Turakok. Da kommt sein Haupt-Pokémon. Das switche ich erstmal schnell zu. Obwohl, der gibt eigentlich sehr viele Erfahrungspunkte. Deshalb gehe ich doch nochmal zurück zu Obot erstmal. Ich muss auch noch mit dem Sprite klarkommen von Turakok. Schon lustig. Hat was. Ja, ich gehe ein bisschen zu sehr auf die Musik ab. Aber ganz ehrlich, die Musik ist auch einfach nice. Episch, oh yeah, yeah, egal wie peinlich das jetzt wird. Die Musik ist halt einfach episch. Doch mein Donnerschock ist noch epischer. Am epischsten war der Volltreffer. Yeah, yeah, yeah. Jetzt kommt noch Obot kurz rein, damit ich kurz paar Level kriege. Und danach darf wieder Amphi das Zubat essen. Nom, 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 nom. Das schmeckt bestimmt nicht so geil. Oder was denkt ihr, wie eine Fledermaus wohl schmecken tun mag? Versteht ihr, mag? Weil vielleicht mag ich ja kein Zubat auf meinem Teller. Lol. Naja, egal. Das cringy Gesang hier ist jetzt vom Ende. Du oder auch nicht, denn er lebt mit einem KP. Überlebt tatsächlich mit einem KP. Warum weiche ich die Attacke aus? Digga, reif jetzt an. Easy. Einfachster Kampf ever. Ich hasse es, gegen Schwächlinge wie dich anzutreten. Es ist keine Herausforderung. Ich hab gewonnen. Ach, egal. Du wärst sowieso nicht fähig, ein legendäres Pokémon zu fangen, Bebacker. Unpassender Zeitpunkt, Tom. Mike, guten Abend. Ich bin's, Tom. Hast du eine Minute Zeit? Nein, hab ich nicht, hab ich nicht. Ich bin in Ruhe, Mann. Was ein Idiot. Also manchmal nerven mich echt diese Pokémon-Anrufe. Ich dachte schon, Remake wären die schlimme, aber... Hier ist es anscheinend viel schlimmer, weil man ja nur bis zu 10 Leute speichern kann. Und von 3 Leuten, die wir eingespeichert haben, werden wir irgendwie gefühlt jede Folge mindestens einmal angerufen. Keine Ahnung. Vielleicht aber einfach Pech. Wie auch immer. Wir erkunden jetzt den Turm und danach machen wir die Arena und danach machen wir den Dance Club, aber den machen wir wahrscheinlich erst in der nächsten Folge, weil ich glaube nicht, dass wir so weit kommen. Ich weiß noch gar nicht, ob wir überhaupt heute noch die Arena schaffen. Ich habe vergessen, was man hier machen musste. Auf jeden Fall nicht gegen Zubat kämpfen, denn darauf habe ich keine Lust. Hier geht's nicht lang, soweit ich weiß. Nope. Ich wollte aber trotzdem gucken, ob ein Item ist, aber nein, leider nicht. Moment, was? Kommt man hier lang? Trümmerer eingesetzt werden? Ja. Okay. Aber ich bin verwirrt. Trümmerer ist doch immer noch nur eine TM und keine VM, ne? Ja, ich hab keine Zeit Trümmerer mehr. Bis weg. Aber es ist eine Overworld-Attacke. Oh, und diesen Trainer. Meine Seele brennt. Ich zeige dir, wie heiß das Feuer ist. Okay, Zuko. Alles okay bei dir? Sam mit seinem Smog-On. Machen das Smog-On gleich zu einem Smog-Off. Ha! Guardian. Let's go, Konfusion. Easy peasy. Machen schon mal Damage. Obot kann zumindest jetzt endlich mal Damage machen.
Ich muss nicht immer rausswitchen. Das ist doch schon mal, ja. Entspannt. Chillig. Oh nein, nicht Smog. Nein, 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 nein. Keine transparenten Bilder. Nein! Oh, ja, das hat nichts gebracht. Ich dachte, das wird jetzt viel schlimmer ausgehen, aber... Tatsächlich nicht. Ja, leider entwickelt sich Blutzug erst ein bisschen spät, dafür, dass es ein Käfer-Pokémon ist. Halt auf den Level von Flamethrower und Amphi ungefähr, aber passiert halt, ne? Oh, Vulkan, ich sollte switchen. Das ist effektiv gegen mich. Das ist auch keines Vulkano. Kratzt sich erstmal mit Blut an. Mit Blut. Ja, mit Blut. Mit Blut. So ein Vulkano mit so Blut im Mund. Ja, ich kratze dich an mit meinem Blut. Das kratzt sich so Blut auf. Okay, nein, darüber wollen wir nicht. Da wollen wir nicht drüber nachdenken. Ja, ich bin verbrannt. Ja, das habe ich verdient. Wie komme ich auf sowas, Alter? Oh Gott. Oh, Level 18. Hey! Themawechsel! Oh ja, leider natürlich keine neue Attacke, weil wir erst im letzten Level schon was erlernt haben. Da ist wieder ein Smog on. Ich will aber nicht, dass der Smog on ist. Der Smog soll off sein, Mann. Ist so viel Smog hier im Raum. Meine Güte. Kein Wunder, dass du hier hinter diesem Stein eingesperrt warst. Den man nur aufmachen kann, wenn man die Termen nicht verschwendet. Machen sogar mehr Damage jetzt. Ich meine, ja, Level up. Ne? Aber trotzdem, ist cool. Zu sehen, dass wir mehr Damage machen. Auf einmal, yeah! Bam! Die Dead Boy. Oh. Nochmal schön ein paar XP einkassiert. Nice. Immer noch nicht heiß genug. Früher gab es diese Pokémon, die mit hohem Tempo durchs Gras gerannt sind. Man sagt, dass sie schnell wie der Wind waren. Falls sie im Gras eines begegnet, wird es wohl davonlaufen. Oh ja, er hat sowas von recht, auch wenn wir vielleicht noch nicht wissen, was er meint. Und natürlich kriegen wir einen Feuerheiler, was denn auch sonst? Und den werde ich jetzt einsetzen. Obwohl, mach ich gar nicht. Mach ich sogar gar nicht. Ey, Free XP, gerne. Ist mir gerade so eingefallen. Yay, Free XP. Ich glaube, da kann man runterfallen, bin mir jetzt aber auch nicht sicher. Oh Gott, radikal. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Hilfe. Nein, nein, nein. Oh, Free XP. Den nehme ich gerne. Danke. Ich bin gleich Level 19. Okay, was musste man hier machen? Nice, komm, gib her. Gib mir die XP. Level 19. Woohoo! Nice. Okay, was muss man hier machen? Da kann man nicht lang. Da kann man nicht lang. Und ein wildes, nervendes Pokémon erscheint. Okay, ne, hier kann man nichts machen. Oh nein, 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 nein. Ah, Pokémon sind da, schnell. Okay, man muss durch eins dieser Löcher durchfallen. Man muss das sogar tun. Zumindest sah das jetzt so aus. Ich glaube, die Treppe ist einfach nur zum Resetten. Zack, 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 zack. Oh, habt ihr nicht gesehen? Nein, nein, ich war die ganze Zeit im Turm, ne? Oh, wie bin ich jetzt hier rausgekommen? Okay, gehen wir ganz schnell wieder zurück. So, wo ist denn der Turm? Ist hier irgendwo links, ne? Yep, hier ist er. Müsste, ja. Das ist die Lady, die durch den Zaun guckt. Yay, hallo. Wo droppen da runter? Ich würde sagen, hier oben links macht es am meisten Sinn. Hier so. Oder ist sogar ein Dings, oh. Ein Stein zum Kaputtmachen, wenn ich gleich gesehen habe. Was ist das hier? Plus, warte, was sind das denn da rechts für Pokémon? So ausgegraut. Kann ich mit denen reden? Mit denen interagieren? Okay, die sind mittig. Merken, die sind mittig. Das heißt, warte, brauche ich Zertrümmerer? Ist das necessary? Ist ja voll fies. Ich hätte vor meinem Release einfach das Pokémon oder kann man keine Pokémon mit. Ah, doch. Man kann ihn sich einfach softlocken, oder nicht? So, jetzt erstmal Zertrümmerer. Wenn er despawnt ist. Ja, ganz ehrlich, man muss hier lang, merke ich gerade. Hä, aber wenn man das doch... Okay, ich bin verwirrt. Ich absolviere hier mein Geheimtraining. Du machst mich ganz verlegen, wenn du zuschaust. Okay. Na
weiß nicht, wie ich sowas hinbekomme, but sure, I guess. Oh, Glutexo. Interessanter Sprite. Mehr sage ich dazu nicht. Interessant. Glutexo sollte man echt nicht mit rumspaßen. Vor allem nicht in diesem Zeitpunkt des Spiels. Da könnte es echt Probleme machen. Vor allem auf Level 17 so. Aber mit unserem Level 24, wollte ich gerade sagen, wäre das kein Problem. Aber Flinklau scheint gerade ein bisschen zu schlafen. Was ich jetzt nicht wirklich befürworte. Aber ich kriege zumindest einen Volltreffer. Aber ich bin trotzdem nicht Erster. Hm. Junge, wie schnell ist denn Glutexo bitte? Dass meine Flinklau einfach outspeedet. Krass. Ich bin nur noch weiße Asche. LOL, er ist wirklich entfärbt worden. Ich war so in mein Training vertieft, dass ich in dieses Loch fiel. Er ist wirklich entfärbt worden. LOL. Ups, falsche Attacke. Das habe ich noch nie gesehen. Ist das der einzige Trainer, die das gemacht haben? Oder ist der... LOL, als ob der einfach wirklich entlöscht wurde. Das habe ich noch nie gesehen. Das finde ich cool. Und was haben wir hier? X-Tempo! Ja, brauchen wir nicht. Okay, Leute, dann will ich aber damit sagen, finden wir hier noch einen Aether und ich beende dann hier die Folge, was das Mysterium mit diesem Turm, was es mit dem Mysterium dieses Turms auf sich hat, so rum. Das erfahren wir in der nächsten Folge. Außerdem werden wir in der nächsten Folge den unseren vierten Orden und schnappen. Einfach so schnipp, schnapp, geschnappt. Und dann werden wir vielleicht noch ein paar Kibono-Girls-Fantasten zuschauen. Ui, schaltet auf jeden Fall ein.